Jo. Jo. Also zum Glück haben wir schon mal einen sehr dichten Wald hier. Voller Tiere. Anderem Zeugs. Wir haben auch genug Beerenbüsche, um die Nahrungsversorgung etwas im Zaum zu halten. Jedenfalls bis Jäger und Fischer gebaut sind. Wir haben auch Eisen hier auf dem Berg. Das ist auch gut. Jetzt erkunde ich aber erst einmal den Wald hier fertig. Beziehungsweise gehe den Fluss runter. Eine der größeren Fragen ist jetzt halt, die ich mir gerade so stelle, wen packe ich zum Lebenssammler in die Hütte mit rein? Jägerzelt ist fertig. Das heißt, ich mache gleich mal einen zum Jäger, dass wir endlich Nahrung kriegen. Holz kommt ja jetzt schon mal rein. Ist das hier ein Quellfluss? Ah, mein Problem, was ich gerade sehe, ist, dass ich keine Nahrung hier unten sehe für meinen Kundschafter. Das heißt, ich muss ihn erstmal wieder nach da oben bewegen, was aber halb so wild ist. Da kann er nämlich das hier alles aufdecken. Okay, und wir haben den Farmer erfunden. Und ein Fischerzelt fertig. Knut, du klingst nach dem perfekten Fischer. Das erste. Und wir
Was haben wir denn noch, was alles gebaut werden muss gerade? Ah, nicht viel, deswegen gleich mal die Mühle. Und nach Wasser graben. Meinen Brunnen können wir irgendwo errichten. So, und sobald unser Lebenssammler noch ein Leben gebracht hat, können wir mit Häusern anfangen. Ja, ich weiß, dass du hungrig bist und müde. 3% hast du noch. Sehr schön, der Lebenssammler ist fertig. Das heißt, wir können schon mal das erste Zweifamilienhaus platzieren. Und dort Sven. Und Hafgrim einquartieren. Drei Prozent hast du noch. Bist ja fast an den Bärensträuchern angekommen. Ja, 1% noch, dann 0% seine Gesundheit wird jetzt dann anfangen, ja, runter zu ticken. Ich muss mich halt fragen, will ich zwei Holzfäller einquartieren? Oder, also zwei Holzfäller und den Jäger in ein Haus einquartieren, oder will ich nur einen Holzfäller und den Jäger in ein Haus einquartieren? Also ja, ich weiß schon mal, das wird wieder eine unserer längeren Missionen. Eben weil wir alles wieder aufbauen müssen und eine Armee ausbilden müssen. Vor allem brauchen wir dieses Mal sehr gute Truppen. Ja. Weil wir kämpfen jetzt gegen Meistereinheiten. Und wir haben den Jäger erfunden. Sehr gut. Das heißt, der bringt mehr Nahrung. Und auch unser Fischer produziert jetzt Nahrung. Das ist sehr gut. Oh, Kanus. Gehören wahrscheinlich dem Seevolk.
So, Mühle ist fertig. Sag bloß, du kannst hier nichts anbauen. Also nicht wirklich was anbauen. Doch, kann er. Sag bloß, du willst jetzt hier anbauen. Ja, will er. Also gut, dann setzt hier mal einen neuen Bauernhof hin und dann brauchen wir gleich von Anfang an zwei Farmer. Wen nehme ich denn noch als Farmer? Ansgar. Okay, das reicht noch nicht, um den Brunnen zu bauen. Das sollte dann hoffentlich reichen, um den Brunnen zu bauen. Das heißt, wir reißen das Ding ab. Quartieren Björni da ein. Da ist zwar der Weg zwischen Mühle und Bauernhof ein bisschen größer, aber wir können dann das Zweifamilienhaus dazwischen stellen. Gut, weiter die Map erkunden. Farmer. Und was wir auch gleich brauchen, ist ein Töpfer. Hier ungefähr. Gut, hast Farmer in der Schule gelernt? Du hast Fische erfunden. Ja, Nahrung sollte jetzt gerade noch gehen. Oh, Schafe. So, du machst jetzt erstmal den Werkzeugschreiner. Holz haben wir ja noch genug gerade. Okay, sie ernten wirklich schon mal das an Weizen, was da rumliegt. So, können wir jetzt bitte einen Brunnen haben? Sehr gut. Oh,
Warum taucht der Weizen, den sie da abernten, nicht auf? Oh, der ist aufgetaucht.